Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Wir sind gerade wieder eine 5-Mann-Instanz durchgelaufen. Ne, nicht eine 5-Mann-Instanz, sondern eine 5-Masken-Vision. So rum sind wir. Und ja, gerade mit einem Kunden, der mitlaufen wollte, hat erstaunlich gut funktioniert, wo ich am Anfang eher, naja, negative Erfahrungen damit gemacht habe, mit Leuten, die alles Mögliche pullen. Der war aber echt ganz gut, ist einfach nachgelaufen, hat keinen Shit gemacht, hat mich gefreut und ich würde mich jetzt auch über ein gutes Item freuen. Erstmal tun wir noch den Rücken einmal upgraden und dann gucken wir, was wir hier haben. Really, Blizzard? Jetzt habe ich auf meine Hose Zwielichtsverwüstung 3 drauf gemacht. Was kriege ich jetzt? Eine 470er Hose mit Sockel, wo Zwielichtsverwüstung drauf ist. Wollt ihr mich komplett rollen? Ah, ich will... Komm, nee, wir regen uns da jetzt nicht drüber auf. Wir regen uns da nicht drüber auf. So, da, zweiter Run durch. Jetzt schauen wir mal, was wir in den Kisten drin haben. War jetzt gerade ein interessanter Run. Nebenbei ein bisschen am Quatschen, hätte fast den Run noch verkackt, ne? Wenn man sich ablenken lässt, wird schwierig. So, wir haben jetzt hier ein richtig krasses Item drin, habe ich gehört. Taille? Ah, das hat gute Stats, aber halt Crit drauf. So ein ähnlich... Das, warte mal, hat der Kunde das gleiche Item ge... Der Kunde hat das gleiche... Warte mal, das wirklich... Ja, der Kunde hat das komplett gleiche Item, kriegt auch ein Guardian. Ist das Zufall? Ah ne, aber mit einer anderen Corruption drauf, oder? Lernritual? Ne, er hat einfach Crit bekommen. Aber er hat's halt mit einem vernünftigen Item-Level, ne? Für 70 und ich habe halt hier für 65. Naja, besser als nix. So, lala, wir haben wieder einen Run fertig. Ich hoffe, dass wir was Gescheites drin haben in der Kiste. Ich muss gerade 2 Runs laufen, weil irgendwie hat das im ersten Run rumgebackt. Und ich und der Kunde haben, obwohl wir den 5-Masken-Run gemacht haben, nur ein 430er Item drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich habe im Handelsdistrikt eine Kiste, oder am Ende muss man ja diese, ja, Gefangenen befreien. Ich meine, ich habe wahrscheinlich eine vergessen und dann gibt es anstatt 470er nur ein 430er Item. Also das passiert mir nicht nochmal, dass ich da was vergesse. Oh, ich habe das erste Mal ein Artillerie-Teil tatsächlich rausgekriegt. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht da drin, aber das ist natürlich jetzt blöd, weil das mittlerweile nur ein 460er Item jetzt ist. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich quasi das erste Item, also eigentlich das erste 5-Masken-Item in der Woche bekommen hätte, also sprich einen 470er, ob das dann ein 475er gewesen wäre, weil diese Zwischenschritte gibt es ja, glaube ich, nicht. Obwohl, doch, bei HC gibt es ja auch 470, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das kein Item, was ich großartig benutzen kann, weil es halt leider ein bisschen zu low ist. Gut wäre es aber schon, ne? Dunkles Herz ist auch drauf, so wie im Raid. Sieht schon nicht so schlecht aus. Ah ja, aber jetzt weiß ich zumindest, dass es auch drin sein kann. Jetzt muss ich nur noch mal ein Trinket hier rauskriegen. Das habe ich nämlich definitiv noch nicht bekommen. So, dala, wieder ein erfolgreicher Run durch. Diesmal habe ich sogar die maximale Anzahl an Punkten mitgenommen. Seht ihr, ich habe 2693. Also gut, wahrscheinlich gibt es noch ein paar kleine mehr. Ja? Aber ich habe mir jetzt hier aus dem Stream von einem einen Addon empfehlen lassen. Und das ist ganz praktisch, das trackt halt so ein bisschen mit, was für Kristalle und was für Kisten man mitgenommen hat. Und klar, ich weiß eigentlich, wie viele Kristalle in welchem Gebiet sind, eigentlich auch wie viele Kisten, aber man vergisst dann doch oft, doch, habe ich jetzt hier alle wirklich mitgenommen oder muss ich nochmal gucken? Und das ist ganz praktisch, das trackt es so ein bisschen und dann kann man noch ein bisschen was mehr rausschlagen an Punkten. Und ja, ich finde es auf jeden Fall praktisch. Und jetzt gucken wir mal, was wir da drin haben. Und zwar Handgelenke mit 5% Lifesteal. Ohne Scheiß, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich ein Lifesteal-Gear mehr bastel, ne? Also so oft wie ich Lifesteal rauskriege, es gibt es gar nicht. Okay, gut, das wär's dann mit dem kleinen Video. Ich habe leider wieder nur Mist gekriegt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bekommen habt, ob ihr irgendwas Nices rausgezogen habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.